Was kann alles passieren, wenn du für dich selbst losgehst? Mein Name ist Tanja Kunz, ich bin Frauenempowerment Coach und mentale Bergführerin und begleite ambitionierte Powerfrauen, die trotz Fleiß und Kompetenzen im Beruf übersehen werden, zum Gipfel der Karriere. Ja, ich möchte dir hier in diesem Video gerne von meiner Erfahrung erzählen, was bei mir passiert ist, in dem Moment, als ich für mich den Entschluss gefasst habe, für mich loszugehen, obwohl dieser Weg auch mit ganz vielen Unsicherheiten und auch unmöglichen Voraussetzungen eigentlich begonnen hat. Ungefähr vor einem Jahr ist bei mir die Möglichkeit einer Selbstständigkeit zum ersten Mal aufgetaucht. Meine erste Reaktion war, ich lasse die Finger davon, ich kann das nicht, ich will das nicht, ich weiß gar nicht wie. Und habe diesen Gedanken dann wirklich wieder so auf die Seite geschoben. Irgendwie hat es mich dann aber wirklich nicht mehr in Ruhe gelassen und er ist immer wieder auch aufgetaucht. Und dann gab es bei mir diesen einen Moment. Ich erinnere mich noch ganz genau daran. Ich war im Auto auf dem Nachhauseweg von einem Geburtstagsbrunch. Ich habe da einen Podcast gehört und da gab es bei mir so diesen Klickmoment und ich wusste, okay, es gibt kein Zurück mehr. Das ist dein Weg. Du musst dafür losgehen, es lohnt sich. Ja, irgendwie habe ich mich ab dem Moment dann wirklich damit auseinandergesetzt, okay, ich versuche es dann einfach einmal und hatte dann aber irgendwie trotzdem immer so diese Rechtfertigung bei mir im Kopf, okay, wenn ich scheitere, dann finde ich einen anderen Weg. Ich weiß, es ist möglich, es ist machbar und wenn nicht, dann hat es nicht sollen sein. Ich wusste aber da wirklich auch für mich, dieser Moment war so auch ausschlaggebend, als ich mich dann gefragt habe, okay, was passiert, wenn ich diesen Gedanke wirklich loslasse und auch nicht weiter verfolge, weil ich war so wie an einem Scheidepunkt und wollte eigentlich, ich wusste nicht, wo lang laufen und so dieser Moment war für mich auch ausschlaggebend dafür zu entscheiden, okay, was passiert, wenn ich es nicht mache? Was passiert dann? Würde ich dann, wenn ich älter bin, mir irgendwann mal den Vorwurf machen, wieso habe ich es nicht einfach versucht? Und bei mir war so die Antwort ganz klar, ja. Ich weiß, ich würde mich selbst dafür verurteilen, es nicht einfach versucht zu haben. Ja, und seit diesem Entschluss, so diesem Moment, seit da passiert wirklich wie Magie in meinem Leben. Es hat so wie so dieser erste Stein dafür gebraucht, dieser Entschluss, dieser Entscheid, dieser klare Entscheid von mir selbst, ja, ich versuch's. Und seit dort mache ich einfach jeden Tag einen Schritt weiter und wieder einen Schritt und wieder einen Schritt. Einfach mich selbst auch voranpushen und ja, es ist ganz viel außerhalb von meiner Komfortzone. Und ich darf dabei aber auch ganz viel wachsen. Bis jetzt habe ich es wirklich noch nie bereut, für mich selbst losgegangen zu sein und diesen Weg auch eingeschlagen zu haben, auch wenn es wirklich extreme Unsicherheiten gegeben hat und ich auch vielfach gar nicht wusste, wie ich da hinkommen soll. Irgendwo habe ich einfach so dieses innere Feuer und dieser Tatendrang und auch diese Freude gespürt, es zu versuchen. Darum möchte ich dir hier auf den Weg geben, falls du irgendwo auch in deinem Leben an einem Punkt stehst, wo du das Gefühl hast, ja, es gibt doch noch mehr und was ist es dann? Und diesen Gedanken aber auch immer wieder verdrängst, komm für dich an den Punkt, wo du eine Entscheidung treffen kannst. Und ja, hol dir dann auch Hilfe. Es gibt unzählige Möglichkeiten und auch inspirierende Personen, die dich unterstützen, die dich gerne weiterbringen. Darum ja, vielleicht ist es gerade jetzt Zeit, die Magie deines Lebens auch zu entfalten.